Es sieht aus wie die alten Triumphzüge der CSU. Doch es ist der Einmarsch der Rechtspopulisten im bayerischen Deggendorf. Die AfD ist die Strafe Gottes für die CSU, hat die Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner mal gesagt. Und so ist es dann auch gekommen. Eigentlich hatte sich die AfD noch ein bisschen mehr erhofft. Egal, Hauptsache die nächste Station der Deutschlanderoberung ist erreicht. Herr Kotschka, was sagen Sie zum Ergebnis? 11% ist hervorragend. Wir sind das erste Mal angetreten, sind mit 0 gestartet, sind mit 11% in den Landtag eingezogen. Wir holen unser Bayern zurück. Wir haben 17 Wahlen in Folge gewonnen. Wir sind jetzt im 15. Länderparlament. Wir werden in 14 Tagen ins 16. Länderparlament einziehen. Das ist einzigartig in Deutschland. Deutschland und Bayern müssen sich an die Neuen gewöhnen. Rechts von der CSU wird in Zukunft scharf geschossen. Und zwar in alle Richtungen. So, liebe Freunde, wir haben es gepackt. Die AfD ist endlich im Bayerischen Landtag vertreten. Dieses Ergebnis ist auch ein Signal an Merkel. Merkel muss endlich weg, liebe Freunde. Mit ihrem Ergebnis hat die AfD in Bayern jetzt sogar die SPD überholt. Wenn der Klimawandel in der Politik so weitergeht, gelten die Sozialdemokraten bald als abgeschmolzene Splitterpartei. Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Die SPD ist nicht die einzige Volkspartei, die ihr Volk verloren hat. Auch der bayerische Volkstribun Markus Söder büßte gestern große Teile seiner Gefolgschaft ein. Der Wähler hat sich abgewendet von der blau-weißen Supermacht CSU, findet plötzlich mehr Gefallen an den Grünen und leider auch an den ganz Rechten. Im Stimmkreis Deggendorf kam die AfD sogar auf satte 16%. Warum, fragt man sich. Marie Groß und David Walden mit Antworten. Der kulturelle Gegensatz könnte nicht größer sein. Und doch sitzen auf dem Trecker zwei Männer, die sich bestens verstehen. Rupert Denk, Hobbylandwirt aus Niederbayern, und Saidu, Flüchtling aus Sierra Leone. Meine Frau hat mich halt gefragt, ob sie so einen mitbringen darf, bis er daheim war. Und dann eine Woche drauf ist er dann gekommen, der Saidu. Aber ich hab da nichts dagegen, auch wenn es ein Ausländer ist oder was. Ich bin nicht für alle, aber auch nicht. Aber wie jetzt zum Beispiel der Saidu, das ist ein braver und ein netter Bursch. Es gibt solche und gibt solche. Am Wochenende hilft Saidu bei allem, was anfällt. Ansonsten ist er in einer Flüchtlingsunterkunft zum Nichtstun verdammt. Selbst das ist besser als sein Leben in Afrika. Ist wunderschön, weil ich bin hier, meine Sicherheit ist gut und so. Weil ich lasse meine Heimat für meine Sicherheit. Weißt? Und wenn ich hier bin, ich denke, meine Sicherheit ist gut, aber ich weiß nicht, was wieder weiter von der Regierung oder so. Die Angst ist begründet. Flüchtlinge aus Sierra Leone bekommen so gut wie nie Asyl. Stattdessen muss Saidu jeden Tag mit der Abschiebung rechnen. Eine Belastung, die nicht nur ihm schwer zu schaffen macht. Er hinkt mir halt am Herz, der Saidu. Gib ich ganz ehrlich zu. Wie wäre das denn für Sie, wenn er gehen müsste? Schlimm. Wirklich. Ist klar. Das nehmen wir schon. Das machen wir schon, dass wir da helfen. Okay? Also. Nee. Jetzt machen wir wieder weiter und du fährst Holz, ja. Oder? Ja. Also. Die Flüchtlinge haben Niederbayern verändert. 2015 kamen viele von ihnen hier über die Grenze und damit auch nach Deggendorf. Viele Ureinwohner wählten danach die AfD aus Angst oder Wut auf die Fremden im sogenannten Ankerzentrum. Gut 500 Flüchtlinge leben hier. Ohne Bleibeperspektive
und meist ohne strafrechtlich aufzufallen. In Deggendorf sind sie trotzdem politisches Dauerthema. Auf der Straße, an den Stammtischen und in den Köpfen. Es ist einfach so, wir sind mal überfordert mit der Menschenflut. Um die es geht. Wenn man alle gleich wieder weiterschicken kann, dann darf es gehen. Als Frau braucht man da nicht mehr einen Stopphack um einen am Abend. Weil unsere Frauen, die sind ja schon freiwillig. Das gehört verboten, man muss wieder zurück auf die Realität. Deutschland muss wieder deutsch werden. Und auch die kulturelle Situation muss wieder dahin gehören, wo sie hingehört. Auch Deutschland. Parolen wie aus dem Wahlprogramm der AfD. 16% hat die Spitzenkandidatin der Partei, Katrin Ebner-Steiner, damit geholt. Steiner heißt ihr erster Mann, Ebner ihr zweiter. Mit jedem hat sie zwei Kinder. Familie scheint ihr wichtig. Das sind meine beiden Lieblingsplakate. Christliche Werte bewahren und Mutter, Vater, Kind. Wir stehen ja für die Familie. Und die scheint bedroht. Nicht durch Patchwork, sondern durch Flüchtlinge. Wir wollen, dass sich unsere jungen Frauen und unsere Mädchen nicht mehr fürchten müssen. Müssen die sich fürchten in Deggendorf? Ja, die wollen abends nicht mehr alleine rausgehen. Ich weiß das von meiner Tochter und ich selbst gehe mit meiner Freundin abends nicht mehr spazieren. Uns ist das zu gefährlich. Ihr Empfinden ist rein subjektiv. Tatsächlich sank die Kriminalitätsrate hier im letzten Jahr um 13%. Und zwar in allen Bereichen. Bei Gewaltverbrechen, Diebstahl und Rauschgiftdelikten. Glauben will man das aber nicht. Ja, die Zahlen stimmen doch nicht. Ich meine, was ist denn alles drin in Ihrer Polizeistatistik? Ja, glauben Sie den Zahlen? Wenn ich höre, wir haben immer weniger Kriminalität und ständig sehe ich, was alles passiert und es wird nicht von Ihnen, wird es nicht aktualisiert. Sie bringen das doch gar nicht. Es sind immer die gleichen falschen Vorwürfe. Die Medien verschweigen die Wahrheit, der Bürger werde für dumm verkauft. Verschwörungstheorien, die Wirkung zeigen. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die AfD sich gegen das momentane Situation mit dem ganzen Brainwash und Pro-Immigrationspolitik ausspricht und da einfach einmal was dagegen sagt. Die anderen trauen sich eh alle nicht. Mich hat es einfach gestört, dass man nicht mehr das eigene verteidigen darf, dass man sofort Nazi ist, wenn man sagt, stopp. Irgendwo ist einmal Schluss, wir wollen selbst als deutsches Volk bestehen. Ja. Weil wenn das so weitergeht mit der muslimischen Masseneinwanderung, dann sind bald mehr muslimische Kinder als deutsche Kinder in der Schule. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen als deutsches Volk und als bayerisches Volk weiterhin hier die Mehrheit darstellen. Das Integrationsthema hat die Menschen in Bayern gespalten. Die einen sehen Flüchtlinge als Bereicherung, die anderen als Wurzel allen Übels. Aus Freunden wurden Feinde. Meine beste Freundin hat mir die Freundschaft wegen der AfD gekündigt. Sie hat mir einen Brief geschrieben und hat auch reingeschrieben, weil sie hat ein Kind von einem Kosovo-Albaner. Und sie hat dann auch reingeschrieben, Katrin, merkst du überhaupt, was du tust? Du spaltest die Gesellschaft und sie hat Angst um ihre Tochter. Und eigentlich mache ich, mein Engagement ist eigentlich wegen dem, weil ich unsere Töchter schützen möchte. Und das ist für mich schwierig, über das zu reden, ja. Weil es ist natürlich schon hart, wenn man die besten Freunde wegen der politischen Einstellung verliert. Aber ich hoffe, dass irgendwann wieder zurückkommt. Die Migration als Mutter aller Probleme. Vielleicht hat Innenminister Seehofer das damit gemeint. Seiner Partei hat er damit keinen Gefallen getan. Bernd Siebler hat für die CSU in Deggendorf um ein Direktmandat gekämpft. Gegen den Angstgegner rechts außen. Die AfD hier im Landkreis Deggendorf ist eine Herausforderung, das hat man bei der Bundestagswahl gesehen. Sie haben hier leider sehr gute Ergebnisse eingefahren. Ich persönlich setze mich mit unglaublich viel Fleiß, Infostände, Häuserwahlkampf, die klassische Arbeit, die man so hat, mit dazu ein, dass wir das Thema, diese Partei auch möglichst zurückhalten können, weil wir eben auch Antworten geben müssen zu inhaltlichen Fragestellungen. Siebler war früher Lehrer und ist jetzt Staatsminister für Unterricht und Kultus. Vor ein paar Jahren geriet er in die Kritik, weil er seine Frau als Mitarbeiterin einstellte. Das sitzt. Bis heute. Können Sie mir denn erklären, warum Sie jetzt nicht mit dem Auto vorfahren? Ich mag das nicht. Erstens mag ich Bewegung haben, das sind ein paar Schritte. Und ich weiß auch um die Wirkung, wenn man mit großen Autos so vorfährt, das kommt bei den meisten Leuten nicht gut an. Ich brauche das auch nicht als Statussymbol, sondern ich finde es einfach angemessener, wenn man so kommt.
Wäre es nicht ehrlicher, einfach mit dem Wagen vorzufahren? Warum? Was ist da ehrlich oder unehrlich? Das sind einfach so kleine Stilfragen, die mir wichtig sind. Bescheidenheit. Im Neubaugebiet von Deggendorf kommt das an. Über Flüchtlinge wird hier kaum geredet, eher über Kreditraten und Baukindergeld. Für Siebler ein Heimspiel. Ich glaube schon, dass sich die Leute das Gedanken machen, weil es geht ja jedem gut in Bayern. Das geht doch, schauen Sie, da, das ist Neubau, das Neubaugebiet. Und die hat das gemacht. Die CSU. Deggendorf geht es tatsächlich gut. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,6%. Das Nettojahreseinkommen ist mit gut 21.000 Euro das zweithöchste in Niederbayern. Saidu hat inzwischen das volle Programm bayerischer Idylle erlebt. Schwarz und blau-weiß. Ein ganz neues Farbenspiel auf dem Hof vom Ehepaar Denk. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich also einen aus Sierra Leone überhaupt kennenlerne und also mir da noch hilft. Und ja, so richtig wie Familie bei uns ist. Das hätte man nie vorgestellt früher. Doch jetzt ist er da und würde gerne bleiben. Als Asylgrund gab er an, homosexuell zu sein. Doch weil er über den Drittstaat Belgien einreiste, stehen die Chancen schlecht. Hoffnung hat er trotzdem. Ich muss die Kultur lernen, so kann ich in Deutschland bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das erste, etwas ist gelernt von der Deutschkultur, ist, das muss pünktlich bleiben. Right? So, weil sie afrikanisch sei nicht pünktlich. Wir waren ganz überrascht. Also im Volksfest in Straubing war ja jetzt erst. Ne? Und ich habe ihn ausstaffiert mit der Lederhose und dem karierten Hemd von meinem Mann und so einen Hut. Und wir sind da so ins Volksfest gegangen, ich mit dem Dirndl. Und das also war. Ich war überrascht. Die Leute sind auf ihn zugegangen, toll, handklatscht und haben ihn auf die Schulter geklopft. Super. Saidus Anwalt hat mittlerweile Klage gegen die Ablehnung des Asylantrages eingereicht. Damit der Mann aus Sierra Leone vielleicht doch noch ein echter Deggendorfer werden kann. Eine Stadt, in der Herr Siebler von der CSU pausenlos für ein gutes Wahlergebnis kämpfte. Sein Problem: Rechts der Christsozialen ist plötzlich viel Platz. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, diese Höcke-AfD, die mit schwarzen Anzügen und der weißen Rose da rumlaufen, da dreht es mir als Geschichtslehrer, als Historiker den Magen um. Und das spüren auch viele Leute, da beginnt sich auch was zu verändern. Das spürt man. Aber es ist schwierig, es ist ein langfristiger Prozess und geht halt in kleinen Nuancen. An diesem Nachmittag scheint die heile Welt nicht bedroht. Jedenfalls nicht durch fremde Kulturen. Und jetzt bin ich Rentner und uns geht's gut. Schau her, super. Ja? Das ist schön. Wir können machen, was wir wollen. Jetzt waren wir beim Griechen, gut essen. Jetzt waren wir beim Eisessen. Mhm. Und nachher gehen wir zum Abendessen zum Engelwirt. Super. Ja? Okay. Was wollen wir mehr? Alles mit der Rente. Können Sie denn aber verstehen, warum so viele zur AfD gehen, weil sie unzufrieden sind? Na, weil sie dumm sind. Matsche haben die. Außer hohlen Parolen ist nichts dahinter. Schauen Sie mal rauf, morgen, wenn wieder der Standofen ist, es sind da lauter Dumpfbacken oben. Bernd Siebler konnte seinen Stimmkreis am Ende gegen die angeblichen Dumpfbacken verteidigen. Doch seine Partei verlor bei der gestrigen Landtagswahl rund 180.000 Wähler an die Alternative für Deutschland. Die Proteste waren da. Proteste gegen den Einzug der AfD in den Bayerischen Landtag. Genützt haben sie nichts. Frau Ebner-Steiner schien sie eher zu motivieren. Ja, hier sind auch CSU-Luftballone. Finde ich gut. Herzlichen Dank, Herr Siebler, Herr Söder, für diese Wahlwerbung. Den Stargast des Tages ließ man dann aber doch lieber durch den Hintereingang rein. Der AfD-Adel gibt sich die Ehre. Hallihallo, grüß Sie Gott. Schön, dass wir uns wiedersehen. Geh mal kurz hoch. Beatrix von Storch ist Ablehnung gewohnt. Die Stimmung ist natürlich aufgeheizt, aber gut für uns. Auf jeden Fall, draußen demonstriert auch die CSU, die Freien Wähler, also beste Werbung für uns. Sie kapieren es nicht, sie kapieren es nicht. Die Rettung der CSU müsste sein, auf unseren Kurs einzuschwenken. Das verweigert sie beharrlich. Deswegen sind wir da.
Das nehmen wir gerne auf. Der Platz rechts der CSU ist frei. Auch in der Mitte ist inzwischen ihr politisches Feld geräumt. Und das räumen wir jetzt alles auf. Ein Marsch der rechten Wahlkämpferinnen. Als Rednerin möchte ich die, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, die Populistin im Dirndl als Rednerin auf die Bühne bitten. Und da ist sie wieder, die ewig gleiche Leier. Die Sorgen um meine Kinder, um unser aller Kinder, hat mich in die Politik getrieben. Ich will nicht, dass sie als Christ oder Köterrasse verspottet und beschimpft werden. Ich will nicht, dass sie am Pausenhof getreten, bespuckt und misshandelt werden. Ich will nicht, dass unsere Kinder zu Fremden im eigenen Land werden, in dem der tägliche Terroranschlag zur Routine geworden ist. Bayern wird sich nach dieser Wahl verändern. Und wenn es nach dem Willen der AfD geht, wird Seydou nicht mehr dazu gehören. Wenn ich zugehe, ist zwei Optionen. Ich werde tot oder ich bleibe mein ganzes Leben in einem Gefängnis. Ja, so. Ja, aber ich will nicht das. Ja. Auch das Ehepaar Denk will das nicht. Aus den dreien sind im Laufe der Monate ziemlich beste Freunde geworden. Und das soll auch so bleiben. Warum soll das sein? Von mir aus können da alle da bleiben, wenn sie arbeiten. Dann können sie alle da bleiben. Ansichten eines Ur-Bayern. Ob seine neue Landesregierung genauso tolerant denkt, wird sich zeigen.